So, also ab dieser Stelle, jetzt muss ich noch irgendwas machen, was ich später dann bei YouTube gut erkennen kann, dass sich da irgendwas verändert hat. So, also ab dieser Stelle kann ich später den Stream einfach töten und sagen, der Rest kommt dann per hochgeladen. Naja. Ich sag ja, man braucht so ein kleines Lemmy, das irgendwo eingeblendet wird oder so. Ja, ich sehe jetzt selber auch immer Ladekreisel hier. Kleine Waschmaschine. Das war echt unterirdisch, ne? Sei es drum, ich lasse es aufs erstmal weiterlaufen und dann schauen wir mal, was draus wird. Eventuell lade ich dann einfach ab dieser Position nochmal neu hoch als aufgezeichnet. Aber die Frage ist doch, ob sich das lohnt, weil es hängt einfach damit zusammen, passiert was. Das einzige Interessante wird nachher die Landung sein. Bis dahin bleibt uns eigentlich nicht viel anderes übrig, als nach Autopilot zu fliegen. Ist ja alles sehr hübsch, aber auf Dauer auch nicht so unterhaltsam. Was sagt er denn? Die gesamte Flugdauer nach 25 Minuten. Klammer auf, er zeigt sogar richtige Daten an. Das finde ich schon mal, ups, sehr schön. Und wir haben Seiten, upsa, und wir haben Seitenwind. Was kann ich denn sonst noch mal Schönes erzählen? Ja, in dem Bewusstsein, dass so die Hälfte von dem, was ich erzähle, überhaupt ankommt. Guck noch mal eben hier rüber. Oh. Dunkelrot, gelb, orange, tieforange, dunkelrot, noch gelb. Ja, hat irgendwie keinen großen Zweck, ne? Jetzt ist es wieder grün für den Moment. Da ist schon wieder orange, rot. Wir haben jetzt schon 8% Verlust. Ich glaube, das hat keinen großen Zweck. Ich würde sagen, ich breche den Livestream an dieser Stelle einfach ab. Und lade dann das hoch, was ich jetzt parallel dazu aufgenommen habe ab hier. Künftig werde ich das so machen, dass dann von vornherein etwas hochgeladen wird, was aufgezeichnet wurde. Wenn ich mir dabei schenke, ich kann das ja von vornherein so einstellen, dass die Qualität ohnehin dem entspricht, was hier ist. Da werden die Uploads nicht so ellenlang. Nun gut, also dann muss ich euch leider für heute Abend rausschmeißen. Und, ja, ich sehe hier bei mir nämlich auch am Lappy dauernd irgendwelche Ladekreise. Und dann machen wir das Rest per Upload. Ja, sorry, ne? Besser kriegt's YouTube oder mein Provider. Ich tippe aber ehrlich gesagt auf YouTube. Die haben sowieso jede Menge Probleme in letzter Zeit. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Also zumindest denen, die jetzt live dabei waren. Und, ja, alle anderen können jetzt weiter gucken, wenn auch aus der Konserve. Bing! Und nochmal, bing. Ja, bin schon mal sehr gespannt, wie gut das mit der Konserve klappt. Wie viel Arbeit ich damit wieder in der Backe habe. Ich habe wahrscheinlich die Konserve auf maximal mögliche Qualität geschaltet, die daher dann gar nicht bei YouTube wirklich so zum Zuge kommt. Aber, jetzt muss ich mal eben scharf nachdenken, im Livestream ist YouTube limitiert auf, ich glaube, 3.500 Bit pro Sekunde. Ich fahre hier mit 2.500 Bit pro Sekunde und richtig intern arbeitet YouTube maximal mit 8.000 Bit pro Sekunde. Das heißt, was man auch hochlädt, kann mehr haben und wird auf 8.000 runtergerechnet, was natürlich qualitativ immer noch besser ist als das, was ich jetzt hier mache. Aber ja, kann man nichts machen, ist halt so. Warten wir mal 10 Jahre, dann sieht das alles noch wieder ein bisschen anders aus. Außerdem wird immer wieder energisch darauf hingewiesen, dass ja nicht nur wichtig ist, wie gut ich das hochlade, sondern auch wie gut es bei euch ankommt. Denn auf, während eures Downloads kann ja auch noch wieder viel passieren. So, damit hier irgendwas auch passiert, würde ich sagen, drehe ich mal einigen Knöpfen. Und zwar, den knipse ich mal aus. Dann würde ich sagen, erstens, wir gehen auf eine absolut unverantwortliche Flughöhe, Geschwindigkeit hoch. Sollte hier ein Maximum 340 ungefähr. Und hier, was die Flughöhe angeht, gehen wir mal deutlich runter.
Ich glaube, hier muss ich durch draufdrücken ändern, ne? Da ist doch schon wieder irgendwas Wichtiges geschaltet. 3000 Fuß, das ist ein Kilometer, das muss auch reichen. Sicherheitshalber mal Autopilot aus. Und Autopilot wieder an. Ja, das sieht aber doch ganz vernünftig aus soweit. Wir fallen zwar wie ein Stein, aber das soll uns ja nicht weiter beunruhigen. Ah, Navigation Track ist noch aktiv. Das können wir hier auch kontrollieren. Ja, das sieht gut aus. Ja, er fängt schon so ganz langsam. Oder er wird einfach so schnell. Oh ja, er wird sowas von zu schnell, dass er uns abfängt. Und sagt, das kann ich nicht verantworten. Autothrottle, der Schubhebel ist ja schon im unteren Limit. Das heißt, er muss einfach ein bisschen vorne hochziehen, damit die Karre einfach nicht zu schnell wird. Ja, ne? Das ist also jetzt keine Fehlfunktion des Autopiloten, ganz im Gegentum, es dient der Sicherheit. Wahrscheinlich rasen wir jetzt unangespitzt mit dem Bug in den Boden, in unser Verderben. Hui, Frau Holle! Miep heißt, glaube ich, so viel, wie wir erreichen gerade unsere eingestellte, etwa die eingestellte Flughöhe. Ja, das passt auch mit der Höhe, ne? Hier kriegen wir was zu sehen. Haben wir auch Schiffchen? Nee, ne? Ist ja alles unbewohnt hier. Aber eine Straße mit Verkehr drauf. Und ich glaube, nur so zur Sicherheit, ich sollte vielleicht auch noch mein Terrain einschalten. Ja, man passt ja besser auf. In gelben Bereichen fängt er dann zu hupen, aber das muss man gar nicht so verbissen sehen. Aber Traumstrände gibt's wieder. Ja, die Triebwerke hört man tatsächlich kaum. Ich glaube, wir sind auch so noch ziemlich flott, ne? Durch das gleich abfliegen. Andererseits sind wir ein bisschen langsamer, als ich eingestellt hätte. Mal eben Autothrottel einmal aus und wieder an. Nichts passiert. Doch, ich höre was. Ja. Ja, ist immer schön, wenn sowas passiert und einem kein Lemmy oder irgendwie was erzählt. Achtung! Du hast zwar alles richtig geschaltet, aber wir funktionieren es trotzdem gerade nicht. An dieser Stelle kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob das im echten Flugzeug genauso wäre, also ob das schlicht ein Fehler im Programm ist, oder ob man im echten Flugzeug denn auch so die eine oder andere Überraschung erlebt. Jetzt kommt mir der Berg da vorne aber doch etwas nahe. Nö, ist aber genug Platz. Vielleicht ein bisschen knapp, aber jetzt mal nach vorne schieben hier. Na. Aber es ist eigentlich noch genug Platz, auch wenn das jetzt nicht so aussieht. Sieht fast deutlich interessanter als irgendwelche Wolkenfelder. Können wir ein bisschen von außerhalb gucken, das sieht bestimmt interessant aus. Hohoho, das ist doch schon ziemlich flach. Aber reicht noch. Ja, ne? Da sind wir jetzt. Wir fliegen also eine Weile über Land. Und dass ich ein bisschen höher abgebaut habe, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, ich halte jetzt tatsächlich mal ein paar Minuten die Klappe, bis mir irgendwas Wichtiges einfällt, was ich erzählen könnte, weil meine Stimmbänder sind schon wieder total aufgeraut. Was war MSA noch gleich? Ganz abgesehen davon, natürlich hat der Mensch von Gemini Software sofort ein Update geschickt. Ich glaube, diesmal hat es sogar bis zum nächsten Tag gedauert. Und alles wieder gut, alles verschiebt sich jetzt in der richtigen Reihenfolge, ohne dass sich irgendwas überlagert. Jetzt könnte ich mal nachgucken, was MSH eigentlich heißt. MSA, nicht MSH. Die Frage ist, nach was muss ich eigentlich suchen? Ich glaube, wir versuchen es mal sowieso mit Google. Wo ist denn Google überhaupt hier? Wo ist mein Google-Shortcut hin? Ah, da hinten. Ich habe neulich mal wieder aufgeräumt und das ist dann die Folge davon. Also M, S, A und Aircraft. Mal gucken, was das zusammen ergibt. MSA ist ein Hersteller, das ist schon mal schlecht. MSA, MSA, Minimum Sector Altitude. Aha. Das macht auch Sinn, ich habe ja das Terrain-Dingsbums eingeschaltet. So. Okay, ich guck mal eben nach vorne, da ist zum Beispiel ein kleines bisschen rot im Weg, müsste aber noch passen. Und außerdem auffallend ist, das werde ich jetzt mal probieren, dass das erst aufgetaucht ist, als ich das Terrainradar eingeschaltet habe. Ja, hängt also mit dem Terrainradar zusammen. Und demzufolge scheinen wir auch hier auf der richtigen Spur zu sein. Tja, da vorne kommt ein bisschen Rot ins Spiel. Ich denke, ich sollte vielleicht doch mal eben... Vielleicht noch den einen, das ein oder anderen Fuß zulegen. Ah, ich sollte das Headtracking abschalten, sonst treffe ich die Knöpfe nicht rechtzeitig hier. Sag mal, bin ich zu blöd hier? Sieht fast so aus, ne? Ja nu, mach mal. Terrain, Terrain. Möchtest du nicht ein bisschen steigen vielleicht? Terrain, Terrain. Hallo? Muss ich wieder alles selber machen? Terrain, Terrain. So aus, ne? Also Autopilot aus. Terrain, Terrain. Und ordentlich Power. Terrain, Terrain. Terrain, Terrain. Autoshottle an. Kann ich den Autopiloten aber eigentlich wieder einschalten?
So, auf welche Höhe will er uns bringen? 5,9, ja, ich hoffe, das tut er auch. Was sind wir denn jetzt überhaupt? Auf 7 irgendwas. Da fühle ich mich aber eigentlich ganz wohl. Ich muss ganz schön suchen, bis ich hier treffe. So. 7000, ja, okay. Und ein Panzer Catchtail, das mach mal. Okay, das sieht alles wieder sehr beruhigend aus. Obwohl da hinten, hossa! Ja, was sehe ich denn da hinten an Hügeln? Na holla, die Waldfee, das ist ja gar nicht mal so klein. Bestimmt der Kilimandscharo. Ach nee, das könnte ja schon fast die Insel sein, wo wir landen müssen. Ja, guck mal. Das sollte ich ja sehen, dass ich ordentlich an Höhe verliere, wa? Ja, also vor den Vulkanen rechts ab. Interessant. Äußerst interessant. Wo waren wir eben? MSA, ne? Also, Minimum Sector Altitude is the lowest altitude which may be used, which will provide a minimum clearance of 300 meters, 1000 feet above all objects located in the area contained within a circle of 46 kilometers, 25 nautical miles radius, centered on a radio aid to navigation. Anders ausgedrückt, der Ding zeigt einem an, wie hoch man sein muss, um in, wie viel war das, 46, 25 Meilen Umgebung gegen nichts zu fliegen. Wir müssen also auf 9000 Meilen hoch, sehe ich das richtig? Könnte sein, ne? Wegen der dicken Berge da vorne. Was die kleine 2 heißt, vielleicht 9200 Fuß, keine Ahnung. Ah, hier ist eine Beschreibung. Initial prefix, bla bla bla. Note, sometimes the acronym is not used to represent a minimum safe altitude, which has a different meaning from minimum sector altitude. Okay, das, da bin ich schon mal schlauer. Es macht auch echt Sinn. Und die 9000, wenn das 9200 sind? Oder 9,2? Keine Ahnung. Also mit 9000 Fuß wäre ich total auf der sicheren Seite. Und wenn ich mir diesen Berg da vorne angucke, mein lieber Schwan. Und ich muss jetzt Höhe abbauen, weil sonst fliege ich womöglich noch irgendwo über den Flughafen wieder mal hinaus. Also, den schalten wir mal ab. So. 1000, reicht das? Naja, wir werden sehen. Muss ich denn echt jedes Mal aus- und wieder einschalten? Glaube fast, ne? Autopilot. Wieder, bei der Höhe passiert gar nichts. Nichts. Gar nichts. Auf jeden Fall soll ich die Geschwindigkeit runterdrehen. Höhe, hallo? Das ist die 100er, ne? Nein. Autopilot. Tja, drücke ich hier einfach mal meinen blinkenden Alt-Knopf. So, jetzt habe ich Vertical Speed aktiviert. Wo habe ich denn hier einen Vertical Speed-Knopf? Das Drehrad kenne ich ja, aber Vertical Navigation, das habe ich eigentlich nicht hier drauf gezogen. Vertical Speed, da steht's. Naja.
Und da kommen sie alle, ne? Aber wir anscheinend nicht. Naja. Wir kommen wie nie runter hier. Ja, dann schalte ich den Autopiloten eben ab. So, hast du jetzt davon? Nochmal ganz aus, dann wieder ganz an. Mal gucken, was er mal zu macht. Ja, Autofrottel scheint auch nicht aktiviert zu sein. So, jetzt habe ich hier Trottel von Hand runtergezogen. Ich stehe einfach auf Null, das ist das Einfachste. Na, versucht er wieder auf irgendeine merkwürdige Höhe zu kommen? Ja. Warum zur Hölle? Was macht er da? Oder fängt er nur wieder hohe Geschwindigkeiten ab? Nee. Doch. Nee, er versucht tatsächlich Höhe zu halten. Was für ein Blödsinn. Hallo? Hallo? Klingt ein bisschen wie Raumschiff Enterprise, ne? Nee, der Autopilot sagt, er will die Höhe halten. Das sehe ich aber noch gar nicht so. Auch Vertical Speed? Der geht überhaupt nicht. Schalten wir ab. Nützt sich wie ein Loch im Kopf, so wie er jetzt fliegt. Das schaffen wir doch nie, bis dort runter zu sein. Geschwindigkeit mal im Auge behalten. Ach, ich habe doch eine Luftbremse. Richtig, richtig. Ups! Jetzt bin ich abgestürzt. Hä? Was habe ich denn diesmal verbrochen? Das gucken wir uns von außen an. Terrain, Terrain. Ja, super. Schleudersitz. Und hat Schleudersitz funktioniert? Nein. Na gut. Ich muss auch wieder raten, welcher von beiden der spätere ist. Naja, finden wir's raus. Ups! Wieso bin ich da? Achso, ich bin im Wasser, aber nicht der Flieger. Wie komme ich da jetzt wieder rein? Moment mal! Habe ich da noch einen Fehler entdeckt? Ich glaube, das habe ich doch früher schon mal irgendwie gesehen, ne? Ich glaube, ich komme da auch jetzt nicht mehr rein. Ich muss den Flug wirklich komplett neu laden. Ja, ich bleibe im Wasser. Wer einmal den Schleudersitz gedrückt hat, der ist geschleudert, auch wenn er den Flug neu anfängt. Na schön, dann müssen wir also tricksen. Wir sagen jetzt einfach, wir sind ganz woanders und beginnen einen komplett neuen Flug. Ist ja völlig egal, wo und wie. Ja, ne? Nicht, dass ihr glaubt, dass ich mir die Mühe mache, das später alles rauszuschneiden. Nein, das lasse ich alles drin, damit wir dasselbe elend lange Erlebnis wie auch beim Livestream habt. Das gleiche Elend, das einen befällt, wenn wieder mal irgendeine Kleinigkeit vom Produktionsteam leider nicht berücksichtigt worden ist. Ja. So geil X-Plane 11 noch ist, die Ladezeiten sind wirklich beeindruckend. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ich habe das, glaube ich, mehrfach erwähnt. Man kann es auch eigentlich nicht oft genug erwähnen, weil es erwähnenswert ist. Und schwupps, da hüpft der Ladebalken gleich ein Stückchen weiter. Warum hocke ich jetzt plötzlich in einer B747? Vermutlich ist das nur eins von den KI-Flugzeugen, die geladen wurden.
Ach, da war wieder ein Minor Problem. Wie schön. So, und jetzt versuchen wir nochmal. Hauptmenü, Flug laden. Den Autosave 1. Ich glaube, da war ich ein Tick weiter weg noch. Zu laden. Oh, was für eine interessante Farbgebung. Sehr schön rot und sehr schön gelb. Hübsch. Und wir laden. Und wir laden. Da haben wir wieder das asynchrone Laden. Ihr seid asynchron. Ah, ich bin wieder an Bord. Ist das nicht schön? So. Also, ich bin jetzt da an Bord. Den Stecker habe ich doch vorhin schon mal gemacht, um irgendeinen Berg auszuweichen. Gehen wir ein bisschen weniger Vollgas. Genau, und immer nach vorne irgendwelche hohen Berge im Wege und um die muss man rumfliegen und überhaupt. Also schalte ich den Autopiloten einfach nochmal ein und Autothrottle auch. Und wenn wir irgendwelche hören, 5000 irgendwas, wo sind wir? Wir sind auf 6000 irgendwas. Noch sagt keiner Terrain, Terrain, dann müsste es eigentlich reichen. Ja, ne, da kann man sehr schön anhand der grünen Linien sehen, wo wir vorher schon waren. Er macht's schon spannend hier. Wie schnell sind wir denn? Ziemlich. Ich glaube, das gehört zu den Dingen, die wir etwas runterschrauben können hier. Geschwindigkeit gehört immer zu den Dingen, die man dann verzweifelt versucht, wieder loszuwerden. So, Terrain-Warnungen kriegen wir zurzeit keine. Die Höhe müsste eigentlich reichen, um darüber zu kommen und dann gleich runter in Sinkflug. Und wo ist hier meine Handbremse? Da. Jetzt muss ich aber eigentlich noch ein bisschen mit dem Autopiloten rumstehen mit der Höhe. Das ging ja gar nicht. Was mache ich denn da falsch, dass er mich nach Kräften ignoriert? Ich sage hier mal 1000 Fuß runter. Passiert nichts. Das ist soweit noch gut. Noch okay, sagen wir mal. Gut kann man das nicht nennen. Vertical Navigation vielleicht? Whap! Was war das denn? Bin ich über einen Holperstein gefallen? Nein. Nö, da passiert nichts. Vertical Speed? Ah ja, damit wird eigentlich nur der Höhendings ausgeschaltet. Halt hold, ja. Aber ich will ja gar nicht holen, ich will auf die neue Höhe. Sie ist auf 5000, ne? Ja. Sogar sehr genau. Und jetzt sage ich ihm, ich möchte mal auf 4000. Wenn ich jetzt auf hold drücke, hält er die aktuellen 5000, aber das will ich ja gar nicht. Vertical Navigation? Nee, ne? Hat ja eben schon nichts gebracht. Okay, ich habe jetzt eine neue Höhe und jetzt stelle ich hier nochmal eben die Sinkgeschwindigkeit ein, die ich haben will.
Passiert was? Nö, gar nichts. Vertical Navigation? Nein. Vertical Speed? Ja. Mit Vertical Speed würde, glaube ich, der Autopilot komplett außer Kraft gesetzt. Na schön, so kann man auch tricksen, ne? Think rate. Think rate. Think rate. Think rate. Hallo? Es macht da gar nichts mehr, oder wie? Autopilot. Ich glaube, ich mache den Autopilot mal eben schnell aus. Und ziehe ein bisschen an Hebeln. Weil das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich fliege jetzt erstmal nach Hand, das ist einfacher. Ich sehe zwar nicht viel, aber ich habe ja Terrain, um zu sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Bist du schnell? Nö, bist du langsam? Verblüffend. Das kommt, wenn man nichts sieht und nicht auf den günstigen Horizont guckt. Think rate. Think terrain. Oh, terrain. Jetzt wird's aber spannend hier. Lüt, heißt, ich bin zu langsam, okay? Think rate. 1000. Think rate. So. Also 261 ist eigentlich eine gute Geschwindigkeit, die man eigentlich halten müsste. Mann und müsste, ja. Hier schon ein bisschen tiefer, weil so mit Wolken fliegen ist irgendwie schwieriger. Ups. Es hängt? Ah ja, das war bestimmt wieder eine Autosave-Geschichte. Vielleicht könnte ich ja wenigstens Autothrottle einsetzen. Ja, richtig gar nichts. Das wird ja immer besser. Wahrscheinlich, weil ich die Autopiloten komplett abgeschaltet habe. Naja, schön. Dann eben mit Hand. Und wir fahren mit weniger Geschwindigkeit. Wir sind ein bisschen flink unterwegs. Aber ein sehr eindrucksvoller Vulkan und der auch. Ja, ein Flug über Wasser ist gar nicht so einfach, ne? Und ich sollte einen ganz anderen Vektor einnehmen. Oha, also am Fuße dieses Vulkans soll ich jetzt landen? Bei Nebelküche. Think rate. Think rate. Think rate. Ja, also die Sichtbedingungen waren schon besser. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal das Fahrwerk raus. Dann habe ich schon mal eine Dauerbremse. Ja, da war er wieder, der Schluck auf. Ich glaube, ich sehe den Flughafen. Kann das sein? Think rate. Think rate.
Ja, das ist auch. Terrain, terrain. Ja, jetzt kannst du dir das Terrain checken. Terrain, terrain. Think rate. Think rate. Terrain, terrain. Wie schnell sind wir? Terrain, terrain. Schnell. Ich bin irgendwo eine Handbremse hier, ne? Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Das wird wieder einer der eher progressiven Anflugschichten. Bisschen Stoff rein, bisschen Landeklappen raus. Think terrain. Terrain. Terrain, terrain. Think rate. 500. Terrain, terrain. Terrain, terrain. Ich hab jetzt leider kein Ende frei, um Terrain, terrain. Terrain, terrain. Think rate. Terrain, terrain. Think rate. Terrain, terrain. Den Baum rasier ich weg. Terrain, terrain. 300. Terrain, terrain. Think rate. 200. Terrain, terrain. Das wird interessant. Terrain, terrain. Think rate. 100. Terrain, terrain. Think rate. Terrain, terrain. 30. Terrain, terrain. 10. Oh. 10. Oh, und voller Gegenschub. Und voll Bremse. Geschafft. Was ein Witz. Du meine Güte. Oder bin ich eigentlich einfach inzwischen so gut? Ich persönlich ziehe natürlich vor zu glauben, ich wäre so gut. Naja, aber wir sind lebendigen Fußes unten angekommen. Niemand ist überraschter als ich. Jetzt gucken wir uns das ganze Elend hier mal an. Ups, da wollte ich aber gar nicht hin. Ach, fahren wir einfach drüber, was soll's. Ist ja Beton. Wo wollen wir hin, ist die Frage. Ich glaube eher da, ne? Also nicht da, sondern das andere da. Fahren wir da einfach mal rum. UPS mit passenden LKW, wie geil. Guck mal, Tankwagen steht da schon, das ist ja ganz gut. Dann stellen wir uns hier irgendwo dazwischen, dann fällt das auch, da fallen wir gar nicht auf. Ah, wir parken uns hinter den Autos ein, hier ganz offiziell. Ah, noch einen halben Meter. Oh, naja, nicht ganz gerade, aber... So, hier bleiben wir stehen, Handbremse an. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir an mit Triebwerke aus. Das war irgendwo hier. So, dann müssen wir... Die APU ist, glaube ich, schon aus, oder? Genau. Und Batterie... Der war hier. So. Batterie ist aus, APU ist aus.
Alles ist aus. Ich hätte vielleicht noch die Landeklappen hochfahren sollen. So, ja, dann gucken wir uns da draußen mal um. Ja, ne? Sieht auch, passt wieder mal wie die Faust aufs Auge hier. Habe ich gut geparkt. Ich sage ja, die Luftklappen hätte ich vielleicht auch noch einfahren können. War ja schön. Na, das ist so der Unterschied zwischen der kleinen Knatterkiste und etwas größeren Flugzeugen. Die Flughäfen sind auch nicht immer dafür geeignet, die Landebahnen sowieso nicht und ich erst recht nicht. Aber es macht immer wieder Spaß, Spannung, Unterhaltung, Drama, Erotik, Fußpilz, alles, was das Herz begehrt, ist dabei. Gucken wir nochmal in die Richtung. Was ist das hier überhaupt für eine komische Kiste mit einem Propeller an der Nase? Seltsames Ding. Naja. So, das war's. Schönen Dank fürs Reinhören. Und bis zum nächsten Mal.